Hallo, die Fotografie und die Poesie. Heute mein Lieblingsgedicht für euch, von Rilke. Das ist mein Fenster. Fotografie bedeutet für mich, das Gefühl, mein Seelenleben nach außen zu tragen, meine Gefühle zu zeigen, wie sie sind. Und das bedeutet zum Beispiel, wenn ich einen Abschied habe aus einer Beziehung, dass ich einen Möwenarsch fotografiere, der wegrennt und ich damit darunter schreiben kann, ciao Bella, ciao. Ich meine, wer kann das schon? Es bedeutet einfach, sich selber Ausdruck zu verleihen und seinem Gefühlsleben ein Bild zu geben. Ja, es bedeutet einfach, Perspektiven zu finden, an denen normale Menschen einfach vorbeigehen. So wie eben eine ganz normale Häuserreihe mitten in Hamburg irgendwo, wenn du auf dem Weg zum Dom bist. Bild im Kopf habe, dass ich einfach weiß, wenn ich das jetzt ablichte, dann weiß ich ganz genau, wie es nachher wirken wird. Kundenglück bedeutet für mich, dass ich zum Beispiel in einem Feld voller Sonnenblumen stehe und in diesem Moment kommt die Sonne durch und die Sonnenstrahlen scheinen durch die Sonnenblumen. Jeden was anderes, aber jeder kann seinen eigenen Bildern Ausdruck und seinen eigenen Stempel verleihen, indem er einfach die Poesie vereint mit der Fotografie, Gedichte dazu legt oder seine eigenen Gefühle dazu beschreibt. Und das finde ich unglaublich schön und das ist für mich unglaublich wichtig in der Fotografie, seine eigenen Gefühle zu zeigen und Ausdruck zu verleihen. Und das ist Poesie für mich und Fotografie zusammen. Ich will Bier trinken gehen, Mann. Ich hab Urlaub.